So, okay, dann mache ich das mal alleine weiter. Ich packe jetzt erstmal die ganzen Nacko-Berries ein. Schnupp. Schnupp. Hey, wieso geht denn das nicht? Hallo? Ja, okay, leck. Jo. So. Habe ich noch irgendwo welche? Hier sind noch welche. Okay. Haben ungefähr knapp 500. Ist ja erstmal besser als nichts. So, ich weiß es nicht, das Mammut, ich weiß nicht, ob das jetzt schon Bären hat. Ich schau mal eben nach, vorsichtshalber. Ich weiß, braucht der Fleisch oder Bären? So, wieder da. Der Stego ist aber schon ein Pflanzenfresser, ne? Ja, ja, ist ein Bärenfresser. Also okay. Einfach ein paar Bären drin lassen, dann snackt er die immer ein bisschen weg. Da stecken sogar noch Pfeile drin. So, die können wir mal weghauen. So gut. Wie sieht's aus? Die Rampen sind gut, da kommen die Viecher hier wunderbar drüber. Ehrlich? Okay, das ist cool. Ich bin jetzt gerade mit dem Ankylo bis bei uns vors Haus gelaufen. Mhm. Ich hau mal Manni eben noch ein paar Bären rein, der hat nämlich kaum was zu futtern. Jo. Muss ich von dir mal noch ein paar wegnehmen hier. So. Nicht reiten. Inventory. Oh krass, wie ich gerade hier einfach ein paar hundert Bären habe. Jo, das geht übelst gut. Ankylo. So gut, was hätten wir? Ja, lass mich weg hier. Und gleich nur das verrottete Fleisch hier mitnehmen. Da müsste eigentlich einiges drin sein. 32. Das halt nehme ich auch gleich mal mit. Das braucht man noch für Sattel. Kann ich dann gleich noch einen Stego-Sattel machen. Und skillen kann ich einen guten auch. Ja, das machen wir dann. Das machen wir dann. Alter. Das sieht schon irgendwie witzig aus. Kann man damit auch Eisen fahren? Mit dem Ankylo, ja. Und wie effektiv ist das? Ich glaube ganz ordentlich. Ja. Also kriegst halt auch immer gut Steine dabei direkt. Mhm. Ja, es ist ja vor allem deswegen super angenehm, weil man da nicht ständig überladen ist. Das ist ja das größte Problem gewesen eigentlich. Ja. Ja, also ich bin jetzt auch ständig überladen, weil das Ding einfach so viel erntet. Ja, gut, aber erntet halt deutlich mehr. Also ich glaube, der Ankylo bewegt sich, wenn ich den Stein abgebaut habe, hier nirgendwo mehr hin. Aber meine Idee ist einfach, dass ich dann gleich das Mammut einfach nehme zum Rübertragen. Mhm. Dass ich einfach quasi nur die Erntemaschine mache und das Mammut ist der Transporter. Ja, wir müssen ja trotzdem da mal den Übergang ein bisschen überarbeiten. Und das Ding auch zubauen. So gut, also Leute, ganz ruhig. Erstmal, ich hau erstmal das Metall hier rüber. Wir müssen jetzt eigentlich einiges wieder an Metallbahnen haben. Also wir brauchen unbedingt auch Holz für... Haben wir noch Holz irgendwo rumliegen? Für die Forge? Ich glaube nicht, das wolltest du noch holen. Okay, mache ich dann gleich. So, Inventory. Hauen wir erstmal das ganze Hide hier rein. Wo haben wir es denn hier unten? Schnupp. Schnupp. Ne, das passt eigentlich erstmal. So, einen Sattel wollte ich noch machen. Für den anderen Stego. Stego. Ach ja, ich kann ja keinen Sattel für einen Stego machen. Das muss ich ja skillen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt finde, auf Anhieb. Stego-Sattel habe ich doch gemacht. Ja, wir brauchen zwei. Wir haben nur zwei Stegos. Ach so. Hier ist es. Ach, man braucht... Hä? Moment, wo ist denn... Ich kann Stego doch schon machen. Okay. Ich finde es aber nicht in der Schmiede. Macht man den... Ach, den macht man gar nicht in der Schmiede. Den machst du ohne Schmiede. Ach, juhu. Ne, das wusste ich nicht. Ich habe das Mammut so dicht an der Hütte gepackt, dass der Rüssel die Tür blockiert hat. Krass, ey. Ich bin gerade überrascht, dass du den hier rüberbekommst. Bist du jetzt echt über die Rampe hier gelaufen, oder was? Jo, ich will gerade das Stein hier in die Kiste legen. Das hätte ich mir ja zu gerne angeguckt, eigentlich. Da du kannst du zurückreiten. Ich komme nicht mehr durch jetzt. Okay, mit Ducken geht's. So, und dann gucken wir gleich mal, dass wir noch ein paar Pfeile herstellen können. Oder erstmal hier Narkotika. Nimm, hauen wir ein bisschen Steine Fleisch rein. So, und jetzt Narkoberries. Halt, mach ich das gleich mal wieder zurück. Können wir eigentlich bald dann auch mal drüber nachdenken, richtige Schusswaffen herzustellen? Hm? Jo. Können wir auch machen. Da müssen wir halt auch einen Fabrikator für haben. Dafür, bevor wir einen Fabrikator bauen, müssen wir erstmal hier Öl fahren, ne? Vor allen Dingen sollten wir das Ding halt da hinstellen, wo wir es dann auch stehen lassen. Also da sollten wir ja, vielleicht... Ja, natürlich, aber wir müssen dann sozusagen nochmal losziehen, irgendwie an den Strand oder so, nach diesen komischen Krebsen suchen, so wie ich das verstanden habe. Ja, ist ja cool, da haben wir dann gleich noch ein Ausflugsziel. Habe ich eh Lust drauf. So, ganz ruhig. Was wollte ich jetzt? Ah ja, Inventory. Und
Moment. 108 Narcotics können wir jetzt machen. Das ist doch ordentlich. Das ist doch ordentlich. So, keine Ahnung, was der Flint hier drin macht. Das nehme ich mal raus. Das ist doch, der Flint muss drin bleiben. Damit machen wir hier die Sparking-Pulver. Achso. Okay. Und Steine brauchen wir da auch drin dafür. Achso. Warte mal, ich tue mal, krach mal ein paar Steine noch rein. Nee, da passt nichts mehr rein gerade. Dann nehme ich was raus. Die Kohle raus. Wofür kann man die Kohle eigentlich gebrauchen? Mit der Kohle die brauchst du, um Gunpowder zu machen dann. Also, okay. Also die Kohle nicht weghauen. Ja. Ja, wir brauchen dann auch noch Storage-Boxes und so. Ja. Ich würde dann wahrscheinlich wirklich erstmal mit dem Mammut losziehen. Erstmal, dass wir aus Holz so die ganzen wichtigen Nutzsachen machen können. Jo. Dass wir hier endlich mal ein bisschen Ordnung reinbringen, das wäre auch ganz gut. Ich habe noch übelst viel Spoiled Meat, Alter. Krass. Hier passt wahrscheinlich nicht. Doch, hier müsste ich noch was reinbekommen. So. So. Okay, mir geht das mal nicht. So gut, so gut, so gut, so gut. Jetzt machen wir einfach noch ein zweites Ding davon. Ja. Das ist, glaube ich, gar nicht so dumm. Ah, da brauche ich auch wieder. Wir brauchen Holz, ne? Ich glaube, es mangelt jetzt vor allem am Holz gerade. Wenn ich das richtig sehe. Ja, dann stampfe ich mir jetzt mal das Mammut. Ich versuche mal irgendwie rüberzukommen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Und werde mal ein bisschen Holz fahren gehen. Oh, hier muss man echt übelst aufpassen. Ist der beladen? 150, ja, das ist okay. Damit kann ich leben. Wir müssen den unbedingt jetzt schön hochskillen auf Gewicht. Ich meine, der ist halt auch vom Level sehr niedrig. Also wir brauchen, wir werden als nächstes uns dann erstmal noch ein paar höherleveligere Mammuts besorgen. Ja, da brauchen wir halt mehr Pfeile, deswegen jo, also passt das erstmal mit dem, weil wir haben da ja schon ganz schön was reingepulvert in den. Alter. Also hast du ganz schön stabil gebaut, muss ich sagen. Naja, Baukunst und so. Wie cool. Wie cool ist das bitte? So. Ja, oben sind keine Bäume, ne? Ich muss runterlaufen. Jo. Aber ist ganz gut, dann können wir den gleich noch ein bisschen leveln. Ja, vielleicht bei Gelegenheit, bei den Server-Einstellungen einfach mal die Respawn-Zeit von den Bäumen und so. Ja, das müssen wir mal noch umstellen, das machen wir noch. Joa. Also einmal hauen bringt so 30 Holz ungefähr. Nice. Versuche am besten die Sachen direkt vor Ort zu craften, weil die wesentlich weniger wiegen. Das heißt so Storage-Boxes und Wände und so. Das ist den Trick, den kenne ich. Moment, ich mache erstmal nur ein paar Storage-Boxes. Wir machen jetzt hier alles, ich suche mal jetzt durch, was wir alles noch brauchen. Die können wir vielleicht erstmal draußen hinstellen. Wir brauchen eine Refining Forge. Machen wir hier hin. Und eine Smithy. Eine Smithy braucht man auch, machen wir hier hin. Weil, wie gesagt, wir müssen das ja umstellen. So, dann brauchen wir. Das brauchen wir erstmal nicht. Storage Box, aber dann bitte die große davon. Müsste irgendwo anders noch sein. Touch One, so brauchen wir alles nicht. Wo ist denn die große Storage Box? Oder muss ich die ne hier ist Large Storage Box. Okay, hier. Und baue am besten viele Sellings, Pillars und Ramps. Da können wir die Rampe noch ein bisschen größer machen. Ach so, ja, sag das doch gleich hier. Moment, dann hau ich das gleich noch mit hier rein eben. Also, Ramps muss ich glaube ich erst skillen. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gelernt. Hier ist Selling. Ja, machen wir mal. Bogen brauche ich erstmal nicht. Und Ramps muss ich noch skillen. Ich glaube, das habe ich noch nicht. Das müsste jetzt ja definitiv irgendwo am Anfang sein. So, wunderbar. Mutten Ramp, 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 Ramp. Wo ist denn der Spaß jetzt? Mutten Ramp. Juhu! Mammut hat Level Up. Machen wir weiter Gewicht. Ah, ne, ich habe Level Up. Also, krass. Ich mache weiter Health. Stamina wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ne? Ich mache erstmal Health auf 600. Dann gucken wir mal weiter. So, Wooden Ramp habe ich gerade gesucht. Strukturen. Holz. Wooden Ramp, Wooden Ramp. Hier haben wir es. Machen wir hier hin. So, krass, Alter. Es regnet gerade, kann das sein? Jo, es regnet gerade. Also im Spiel. Was trinken, naja. Alter, jetzt geht er übelst ab hier. 700 Holz, 750 Holz in irgendwie 20 Sekunden. Okay. So, okay, dann komm. Müsstest du auf jeden Fall ein paar Kisten machen dann.
So. Na, ich habe schon 9 Kisten gemacht. Ich denke, das reicht jetzt langsam, oder? Jo, denke. So, gut, Leute, machen wir erstmal Rams. So viel wie geht. 12 Stück. Was brauche ich denn dann schon wieder? Holz, okay. So, ich habe jetzt 11-mal Ceiling, 9 Storage Boxes und weiß ich nicht, so 14 Ramps oder so. Nope. Ich denke, das reicht erstmal. So, ich brauche Holz. Ich muss als nächstes Mal wirklich noch eine Sichel mitnehmen, damit ich schneller Fiber farmen kann. Das dauert immer noch am längsten gerade. Ich finde es total cool, dass es kein Level Cap gibt. Also vielleicht bei Level 100 oder so, aber das bedeutet ja... Oder 80 oder so. Ja, vielleicht gibt es aber auch gar kein Level Cap. Kann auch sein. Ich finde es gut. Weil ich meine, hey, man braucht halt trotzdem immer exponentiell mehr Erfahrungspunkte, um aufzusteigen. Ja. So, wie sieht's denn aus jetzt? Die. 21 Ceiling und 17 Rams. Schon besser. Jetzt hätte ich aber gerne noch ein paar Foundations gemacht gleich. Wood brauchen wir. Ja gut, das wird jetzt aber schwierig, wenn ich noch Holz mitbringen soll. So ein bisschen zumindest, so 200, 300. Ja, dann mache ich keine Foundations mehr, weil das wird sonst viel. Leider. So, wie sieht's aus? Halt, falsche Taste. Ja, ein bisschen geht noch. Ich kann ja dann absteigen. Dann geht's besser. Steig mal ab eben. Kommt mal mit. Hier diese Stoffrüstung in dem Schrank, die hau ich mal weg, braucht doch keiner. Ja. So, macht das jetzt noch Sinn, was abzubauen? Eigentlich nicht. Weil ich muss den ja irgendwie noch rüber transportieren dann. Also ich muss da noch drauf reiten können, damit ich den ins Lager bekomme, weil sonst kriegen wir das ganze Zeug nicht rüber. Ja. Ey, lass dann auf jeden Fall dann mal zum Strand machen. Ich würde das mal mit dem Öl und so, mit dem Öl farmen. Und ich habe dann auch mal Bock, noch ein bisschen auf Erkundungstour zu gehen. Jo. Guck mal, ein bisschen baden gehen. Und ich würde auch sehr gerne mal einen Fisch tamen. Ein Hai oder so. Okay. Hab schon nie gemacht. Ich sehe dich, andere Richtung. Okay. Genau. In die Richtung, wo du jetzt läufst gerade. Ah, okay, da, okay. Ja, wir müssen das mal irgendwie noch ein bisschen markieren. Für mich. Das ist ja sinnvoll. Einfach Richtung roter Pylon. Ich meine, wir haben hier die übelste Litfaßsäule. Ja, gut, das ist ein guter Wegpunkt, hast du recht. Da hast du recht. So gut. Stego, kommst du? Ach, Happen folgt dir jetzt oder was? Nee. Was machst denn du gerade? Krass, wenn ich hier auf Metall draufschlage mit dem Ankylo, kriege ich pro draufschlagen über 30 Metall. Nice. Alter, es geht richtig ab. Das ist nice. Ich bin einen halben Stein und bin voll. Ich hätte aber übrigens gerne dann noch einen T-Rex oder irgendwas, was unser Lager auch beschützt. So, dann bitte nicht mehr folgen. Und auf die reite ich jetzt ins Lager rein. Eieieiei, Lutz, kannst du mir irgendwas abnehmen? Ich bin ein bisschen langsam. Ich bin total überladen hier. Wieder zu gierig gewesen. Ich habe gerade 5-mal auf dem Eisending gehauen und bin überladen. Ja, dann muss ich ein bisschen Holz wegwerfen. Ich habe jetzt noch 300 Holz einstecken mit dem Mammut. Ist leider jetzt nicht so viel. Aber da müssen wir halt dann nochmal eine Tour machen, irgendwann mal, wo man nur Holz sammelt und das ins Lager bringt oder so, weißt du? Jo. Bum, bum, bum.
Achtung, aufpassen. Das ist immer so geil, Alter. Über diese billigen Holzübergänge mit dem Mammut drüber zu laufen. Jo. Zieht euch mal in die Aussicht hier rein, Leute. Sicher noch schneller als ich. Ich finde das großartig. Alter. Ein sehr graziles Mammut auf jeden Fall. Was kam? Ah, du bist in mich reingeritten, jetzt checken wir fest. Reite mal rückwärts. Okay. Nein. Oh, hätte ich jetzt einen Fallschirm. Steckt fest, wir dürfen das nicht in einen anderen reinreiten, dann fuckt das. Hätte ich jetzt einen Fallschirm, dann würde ich den jetzt droppen, Alter. Okay, steig mal ab eben. Moment. Manni! Komm! Manni! Jo, wunderbar. Geht? Jo. Okay. So, dann rauf. Yay, yeah, mit dem Schwung. So gut. Schön, Jim. Krass, wie der jetzt einfach hier über 200 Metall gefarmt hat.